Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend eine Aktuelle Stunde, Homo- und Transphobie auch in Hessen bekämpfen, Opfer rehabilitieren, 19-33-95. Das Wort hat der Kollege Kai Klose, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es war am 17. Mai 1990, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel und damit als psychische Erkrankung gestrichen hat. Der 17. Mai jeden Jahres wurde deshalb zum Internationalen Tag gegen Homophobie erklärt. An diesem Tag wird daran erinnert, dass die Diskriminierung von homo-, bi- und transsexuellen Menschen immer noch Alltag ist. In anderen Ländern und Kulturkreisen, aber auch in Europa und auch in Deutschland. Für uns ist das Anlass, das Thema auch hier im Landtag aufzurufen. Es geht bei Homophobie keineswegs um die Angst vor Homosexuellen. Längst umfasst der Begriff Feindseligkeit, Hass und sogar gewalttätige Angriffe gegenüber Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Leider ist das bis heute an der Tagesordnung. Und wir müssen alles dafür tun, diese wieder wachsenden Tendenzen entschieden zu bekämpfen und sie zu ächten. In dieser Verantwortung sind wir auch, weil in unserem eigenen Land zwischen 1933 und 1945 eine fünfstellige Zahl schwuler Männer aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt, an ihnen Kastrationen und andere abscheuliche medizinische Versuche durchgeführt und viele von ihnen ermordet wurden. Und auch nach der Nazizeit waren schwule Männer weiterer Verfolgung ausgesetzt. Der von den Nazis verschärfte § 175 des Strafgesetzbuchs blieb bis 1969 in Kraft. 50.000 Männer wurden Opfer dieses Paragraphen. Sie wurden verfolgt, drangsaliert und verurteilt, weil sie sind, wie sie sind. Und die Geschichte des 97-jährigen Frankfurters Wolfgang Lauinger, der vergangene Woche hier im Landtag zu Gast war, und der aufgrund der Vermutung, ein 175er zu sein, 7 Monate in Untersuchungshaft saß, gibt ein eindrückliches Beispiel. Wolfgang Lauinger wurde 1950 von einem schon bei den Nazis tätigen Staatsanwalt eingesperrt, der als Beweis Gestapo-Akten aus der NS-Zeit heranzog. Es schmerzt uns heute, dass das in der jungen BRD möglich war. Aber wahr ist, dieser § 175 war von Beginn an mit Artikel 1 unseres Grundgesetzes unvereinbar. Denn nicht die Würde des heterosexuellen Menschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich will deshalb bei dieser Gelegenheit auch allen Fraktionen nochmals ausdrücklich dafür danken, dass wir uns 2012 und 2013 einstimmig bei den Opfern dieses Unrechts entschuldigt und die Aufarbeitung ihrer Schicksale beschlossen haben. In diesem Haushaltsjahr stehen auch die Mittel für Ausstellungen und Dokumentation zur Verfügung. Staatssekretär Dreiseitel hat den Auftrag dafür ausgeschrieben. Wir kommen dem Ziel endlich näher. Ich will aber auch der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann danken, die im vergangenen Jahr die Vorlage eines Rehabilitierungs- und Entschädigungsgesetzes vorgeschlagen und das auch in der Justizministerkonferenz der Länder eingefordert hat. Das scheint nun nach Jahren der Prüfung endlich auch bei der Bundesregierung zu fruchten. Denn vergangene Woche hat der Bundesjustizminister angekündigt, ein solches Gesetz vorzulegen. Das ist ausdrücklich richtig, es ist überfällig, und wir begrüßen das. Es kommt jetzt aber auch darauf an, zügig zu liefern. Die Zeit heilt nämlich keineswegs alle Wunden. Und die Zahl der Männer, denen wir noch zu Lebzeiten ihre Würde zurückgeben können, nimmt stetig ab. Jede weitere Hängepartie in dieser Frage wäre unmenschlich. Meine Damen und Herren, der 17. Mai mahnt auch in der Gegenwart wachsam zu sein. Der teilweise tief verwurzelte Hass gegenüber Homosexuellen lebt fort. Die Gleichsetzung von Homosexualität mit Pädophilie, der Wille, Homosexualität heilen zu wollen, die Ausgrenzung von Menschen, die irgendwie anders sind, das nimmt im Gefolge der rechtsextremistischen Hetzerinnen und Hetzer der AfD wieder zu. Manche ganz unmittelbar, was die Stimmung angeht, aber auch mittelbar, weil das dumpfe Gefühl von
das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wieder um sich greift und Minderheiten bevorzugt zum Gegenstand des Hasses werden. Wir Lesben, Bisexuelle und Schwule, genauso wie diejenigen mit abweichenden geschlechtlichen Identitäten, sind aufgrund unserer historischen Erfahrungen, wohin das führen kann, besonders hellhörig und nicht von ungefähr von Beginn an Teil des Widerstands gegen diese Partei. Wehret den Anfängen. Und auch in Zukunft haben wir das eine oder andere zu tun, um diesen Tag vielleicht irgendwann überflüssig zu machen. Beispielsweise brauchen wir in Deutschland endlich auch ein zeitgemäßes Transsexuellengesetz. Und wir GRÜNE wollen die Öffnung der Ehe und das Ende des Adoptionsverbots. Wir kämpfen weiter für die vollständige Gleichstellung, denn alles andere ist Diskriminierung. Meine Damen und Herren, Vielfalt ist Chance und Bereicherung, nicht Bedrohung. Auch viele gesellschaftliche Institutionen und Unternehmen haben das längst begriffen. Unsere Koalition bekennt sich zu Akzeptanz und Vielfalt. Wir treten gegen jede Form der Diskriminierung ein. Und wir ergreifen konkrete Maßnahmen wie den Aktionsplan und die Förderung von Antidiskriminierungsprojekten. Der 17. Mai ist jedes Jahr einer der Tage, der uns erinnert, warum das so wichtig ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Klose. Das Wort hat die Frau Abg. Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist längst überfällig, dass verurteilte homosexuelle Männer in unserem Land rehabilitiert werden, meine Damen und Herren. Aufgrund des sogenannten homosexuellen Paragraphen 175 sind Tausende von Menschen nicht nur in der NS-Zeit, auch davor bis zum Jahre 1994 in mehr oder weniger großer Härte und Dynamik verfolgt, stigmatisiert und aufgrund dieses Unrechtsparagraphen verurteilt worden. Und, meine Damen und Herren, nur deshalb, weil sie sich lieben und liebten. Es ist beschämend und gehört zu den dunkelsten Kapiteln des Nachkriegsdeutschlands, dass sämtliche sexuelle Handlungen, auch bloß erotisch interpretierbare Annäherungen zwischen zwei Männern, bis 1969 unter Strafe standen und erst 1994, das muss man sich leider einmal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Paragraph ersatzlos gestrichen wurde. Es kam von 1995 bis 1969, die Zahl der Verurteilungen ist von dem Kollegen Klose schon genannt worden, zu 50.000 Verurteilungen, aber auch zu weiteren 100.000 Ermittlungsverfahren gegen Homosexuelle in unserem Land. Und was das für die einzelnen Betroffenen bedeutet hat, dass sie zum Teil in ihrer bürgerlichen Existenz vernichtet worden sind, dass sie ständig unter Angst leben mussten, stigmatisiert verfolgt wurden. Es gab sehr viele Selbstmorde. Ich glaube, das können wir nur erahnen, was das für die Betroffenen bedeutet hat und dass an dieser Stelle die Menschenwürde und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen mit Füßen getreten worden sind, meine Damen und Herren. Hier ist größtes Unrecht geschehen. Das ist umso beschämender, Herr Klose hat es gesagt, dass der Paragraph angesichts der Tatsache, dass der Paragraph 175 StGB von Anfang an verfassungswidrig war, weil er nämlich gegen den Kernbestand der Menschenwürde verstoßen hat. Ich bin auch sehr froh und dankbar darüber, dass wir bereits im Jahre 2012 und 2013 hier in diesem Haus uns über alle Parteigrenzen hinweg bei den Betroffenen entschuldigt haben. Und auch der Deutsche Bundestag hat ja im Jahre 2000 sein Bedauern über die geschehenen Taten und das Unrecht zum Ausdruck gebracht. Und der Bundesrat hat im Jahre 2015 noch einmal ausdrücklich für die Aufhebung der entsprechenden Strafurteile plädiert. Wir begrüßen es ausdrücklich,
dass Bundesjustizminister Maas nun einen Gesetzentwurf zur kollektiven Entschädigung von Verurteilten aufgrund des früheren Paragraphen 175, dass er diesen angekündigt hat und sein Haus diesen Gesetzentwurf vorbereitet hat. Ja, gerade die Juristinnen und Juristen hier im Hause wissen, dass die Frage der Verfassungskonformität solch eines Vorhabens nicht ganz unstrittig ist und dass es genauestens zu prüfen ist. Weil wir wollen ja, dass die Betroffenen, wenn solch ein Gesetz kommt, auch wirklich davon etwas haben und nicht dann das Gesetz auch nicht vor dem Verfassungsgericht trägt, sondern wir wollen, dass es trägt und seriös bearbeitet ist. Ein Rechtsgutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach Professor Burgi hat nun deutlich gemacht, dass der Staat eine Schutzpflicht hat und aufgrund des Rechtsstaatsprinzips und des Sozialstaatsprinzips sogar einen verfassungsgemäßen Auftrag hat, diese Opfer zu rehabilitieren. Er spricht von einem sogenannten Strafmakel, der aufzuheben ist. Und wir begrüßen ausdrücklich dieses Rechtsgutachten und freuen uns darum, dass durch diese Initiative jetzt und dieses weitere Arbeiten jetzt das Bundesjustizministerium ein Gutachten zur Hand hat, aufgrund dessen das Gesetz erarbeitet werden kann, meine Damen und Herren. Ich finde es auch ausdrücklich zu begrüßen, dass das Gutachten sich für eine kollektive Entschädigung in Form eines Fonds ausspricht. Dieser Vorschlag hat den Charme, dass durch diese kollektive Entschädigung es den einzelnen Opfern erspart bleibt, dass erneut eine Einzelfallprüfung vorgenommen wird und die Betroffenen erneut in ihrem Menschenrecht verletzt werden, in ihrer Intimität und in ihrem Persönlichkeitsrecht. Frau Kollegin Hoffmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Dieser Vorschlag ist sehr gelungen, und eine entsprechende Entschädigung könnte durch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung auch entsprechend verwaltet werden. Letzter Satz, meine Damen und Herren. Ja, lassen Sie uns über alle Parteigrenzen weg dieses Vorhaben des Bundesjustizministers Heiko Maas unterstützen, denn es ist längst überfällig und an der Zeit, dass die Betroffenen rehabilitiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hoffmann. Das Wort hat die Frau Abg. Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit dem Jahr 2005, also bereits seit 11 Jahren, wird am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie begangen. Er hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt zu einem Aktionstag gegen die Ausgrenzung und Benachteiligungen in allen Lebensbereichen. Und seit 2005 wird daran erinnert und dazu aufgerufen, sich stark zu machen, nicht wegzuschauen und vor allem jeglicher Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Und das machen wir nicht erst seit heute, und das werden wir auch nicht nur an einem Tag wie dem 17. Mai tun. Die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Bürgerinnen und Bürger, die hierdurch in ihrer Menschenwürde, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten und in ihrer Lebensqualität empfindlich beeinträchtigt wurden, darf nicht in Vergessenheit geraten. Bereits im Jahr 2012 und 2013 haben wir daher eine kraftvolle Erklärung der Entschuldigung des Hessischen Landtags für die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Bürger durch den § 175 Strafgesetzbuch hinausgesandt und die Landesregierung gebeten, eine Aufarbeitung der Schicksale zu initiieren. Und genau diese Bitte wird umgesetzt. Im laufenden Haushalt sind bereits 100.000 € für eine Studie zur historischen Aufarbeitung der Schicksale der Opfer bereitgestellt, und die Landesregierung hat bereits den Auftrag ausgeschrieben. Ein solch deutliches Signal ist beispielhaft und in meinen Augen die unmittelbarste Form eines Gesetzgebers, sich bei allen Opfern eines Gesetzes zu entschuldigen. Wir sind davon überzeugt,
dass die Ehre der homosexuellen Opfer wiederhergestellt werden muss, und halten an der Aufforderung an die Bundesregierung fest, die verfassungsrechtliche Möglichkeit für die Rehabilitierung der nach dem ehemaligen § 175 Verurteilten zu prüfen und umzusetzen. Diese Aufforderung wurde noch einmal durch einen Beschluss der Justizministerkonferenz unterstrichen und verstärkt. Es ist erfreulich, dass Bundesjustizminister Maas endlich reagiert hat und in der letzten Woche angekündigt hat, die Opfer des § 175 zu rehabilitieren. Aber ich sage auch sehr deutlich, dieser endlich erfolgten Ankündigung des Bundesjustizministers müssen nun aber auch Taten folgen. Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, aus rassistischen Gründen, wegen des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist nicht hinnehmbar und muss auf allen gesellschaftlichen Ebenen begegnet werden. Unter diesen Voraussetzungen haben wir auch in dieser Legislatur viel dafür getan, um uns gegen Diskriminierung jeglicher Art stark zu machen. Und ich garantiere Ihnen, wir werden auch noch viel dafür tun. Ich erinnere an den Beitritt zur Koalition gegen Diskriminierung im vorletzten Jahr. Auch möchte ich hier an die stattfindende Erarbeitung eines Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt gemeinsam mit den Selbstvertretungsorganisationen und den Netzwerken in Hessen hinweisen. Genannt sei ebenso an die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle in Hessen. Ich bin stolz darauf, was wir bereits auf diesem Wege erreicht haben, und ich werde mich auch weiterhin mit unserer Fraktion, mit Staatsminister Grüttner und mit Jo Dreiseitel als Staatssekretär und Bevollmächtigten für Antidiskriminierung dafür einsetzen, dass wir jegliche Diskriminierung in diesem Land nicht dulden und dass Hessen für eine tolerante und offene Gesellschaft steht, die niemanden ausgrenzt. Denn die Würde jedes Menschen ist unantastbar. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Lena Arnold. – Das Wort hat der Abg. Lenders. Darf ich Sie stören bei einem Telefonat? Also lieb, Kollege Lenders hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, es ist gut, dass wir heute über die Frage Homophobie in Deutschland diskutieren. An der Stelle muss man allerdings auch sagen, wir sind auch schon einen großen Schritt weitergekommen. Wenn ich mich daran erinnere, wie das noch zu meinen Pflegeljahren war, dann muss man hier und da auch jungen Homosexuellen noch sagen, es ist schon ein weiter Weg, den man kaum für möglich gehalten hat, in welcher Geschwindigkeit sich die Gesellschaft hier weiterentwickelt hat. Dazu gehört aber auch, wenn alle hier schon auch ihre Erfolge loben, dass seine FDP-Bundestagsfraktion es geschafft hat, das erste Mal eine Stiftung ins Leben zu rufen, und zwar die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, die sich nun intensiv als Bundesstiftung auch mit der Aufarbeitung beschäftigt und aber auch Lösungen anbietet für die Zukunft. Wir haben viel geschafft, aber alles ist keine Selbstverständlichkeit. Auch das muss man jungen homosexuellen Menschen immer wieder sagen. Glaubt nicht, dass diese Rechte, die dort erkämpft worden sind, auf Dauer und unangefochten bleiben. Deswegen ist es richtig, dass wir uns als Landtag hier damit beschäftigen. Das ist richtig, dass wir uns gemeinsam bei dem § 175 nicht nur für die Wiedergutmachung, sondern auch für eine materielle Entschädigung ausgesprochen haben. Meine Damen und Herren, das ist schon längst, längst überfällig. Und auch heute gibt es immer wieder Fälle von Diskriminierung. Das sind nicht nur die Unterschiede zwischen einer Land- und Stadtbevölkerung. Das ist traditionell so, dass sie in einer Metropole als homosexueller Mensch es etwas leichter haben.
aber sie finden immer noch Tatbestände von Diskriminierung, die einem auch gar nicht so schnell bewusst werden. Das ist z. B. der Ausschluss von homosexuellen Männern von der Frage der Blutspende. Auch da sind wir mittlerweile schon ein Stück weitergekommen. Aber wir haben es z.B., wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ob das Institut Ehe für alle geöffnet werden soll. Auch da, meine Damen und Herren, ist das nichts anderes als Diskriminierung, dass man homosexuellen Menschen dieses Institut Ehe immer noch verschließt. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das ist auch eine Gelegenheit, wo man sagen muss, wir haben uns viel über homosexuelle Menschen unterhalten, aber was ist z.B. mit Menschen, die in einem falschen Körper geboren wurden? Ich finde es gut, dass Transsexuelle mittlerweile auch öffentlich auftreten können, sehr selbstbewusst auftreten können und damit auch ein Bild zeigen, dass das auch ein Stück weit Normalität ist und dass es solche Menschen genauso zu unserem Lebensumfeld und zu unserer Gesellschaft dazugehören wie derjenige, der von vornherein wusste, welcher Sexualität er angehört. Meine Damen und Herren, Diskriminierung findet heute auch vor allen Dingen im Ausland statt. Es wäre richtig, wenn die Bundesregierung diese Diskriminierung in Russland, in Uganda auch zum Bestandteil ihrer Außenpolitik machen würde und das nicht einfach nur in Fragen von Schönwetterreden dann dabei belässt. Meine Damen und Herren, Diskriminierung findet in den Schulen nach wie vor statt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man mit Begriffen wie schwule Sau durch das Leben gehen muss. Auch dagegen muss man sich wehren. Es ist richtig, wenn vor allen Dingen Kinder schon anfangen zu verstehen, dass Sexualität eine sehr individuelle Sache ist und dass sie sehr vielfältig sein kann. Deswegen ist es richtig, dass vor allem Kinder mit der Aufklärung groß werden. Das ist der beste Schutz vor Diskriminierung, wenn man möglichst früh versteht, dass es sehr, sehr viele Lebensentwürfe gibt und dass das Leben halt eher wie ein Regenbogen ist, sehr bunt ist. Meine Damen und Herren. Dann haben wir eine AfD, eine neue politische Kraft, die wieder versucht, so etwas zu instrumentalisieren. Deswegen ist es richtig, wenn wir uns heute hier mit dem Thema Homophobie beschäftigen, weil das eben Kräfte sind, die diese Vorurteile wieder bedienen wollen. Und nur wenn sie von vornherein als junger Mensch schon gelernt haben, sich gegen solche Argumente zu wehren, sind sie auch sattelfest, was Diskriminierung anbelangt. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen Homophobie wird wahrscheinlich nie enden. Das, was erreicht ist, ist nicht genug. Aber es ist auch alles keine Selbstverständlichkeit. Darüber müssen wir uns jeden Tag wieder im Klaren sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Günther. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns bei diesem Thema im Hessischen Landtag selten einig. Deswegen ist es als Redner, der als Fünftes spricht, schwierig, etwas zu sagen, was nicht schon gesagt worden ist. Ich will einmal versuchen, den Eindruck Ihnen zu vermitteln, für jemanden, der entweder selber in einem queeren Umfeld lebt oder dem das queere Umfeld sehr vertraut ist, wie peinlich das eigentlich alles ist, wie langsam das geht, wie lange es gedauert hat, bis die WHO gerafft hat, dass es keine Krankheit ist, wie lange es in der Bundesrepublik gedauert hat, einen verfassungswidrigen Paragraphen abzuschaffen, wie lange es gedauert hat, bis wir jetzt hochwahrscheinlich wirklich auch zu einer Entschädigung und Rehabilitierung der Opfer dieses Paragraphen kommen. All das ist aus der Sicht eines queeren Umfeldes der Moderne doch wirklich nur unwürdig. In einem solchen Umfeld, ich habe letzte Woche, als wir die Presseerklärung zum Tag der Homophobie herausgegeben haben, gesagt,
Der 175er war ein berüchtigter Strafrechtsparagraph. Da haben Kolleginnen und Genossen gesagt, wieso berüchtigt? Und dann habe ich noch einmal erzählt, in welcher Atmosphäre eigentlich der Begriff 175 dann auf einmal benutzt wurde. Ich habe damals eine DKW 175 gefahren. Damit war ich ein Schwuler. 175 stand für Schwulenausgrenzung. Vieles von dem, was wir als aufgeschlossene Menschen gar nicht mehr wahrnehmen, ist bloß leider heute immer noch Realität. Der Schulhof ist erwähnt worden. Er ist nicht der einzige Ort, wo nach wie vor Diskriminierung gegen Homosexuelle, vor allen Dingen gegen Schwule, tagtägliche Realität ist. Und deswegen ist das Erreichte, und das ist die andere Seite der Medaille, hochgradig fragil. Das haben wir nicht nur letzte Woche in Berlin bei der Kundgebung anlässlich des Tags gegen Homophobie erlebt, wo auf einmal wieder in aller Offenheit Hass und Abgrenzung und Pöbelei gegen homosexuelle Menschen einfach auf deutschen Straßen Realität war. Dagegen müssen wir uns weiterhin zur Wehr setzen. Und, meine Damen und Herren, ich will es auch nicht verschweigen. Dieser Hass wird unter anderem geschürt durch ein extrem reaktionäres Familienbild, was unter anderem die Partei AfD versucht, wieder hoffähig zu machen. Wir im Hessischen Landtag bleiben dabei, wie Menschen leben, wen sie lieben, wie sie lieben, ist Privatheit und grundgesetzlich geschützt. Wir stellen uns gegen die, die das gefährden. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Für die Landesregierung spricht der Staatssekretär Dreiseidel. Josef, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Menschenrechte und die Menschenwürde sind allgemeingültig und gelten universell. Und deshalb versichere ich Ihnen, die Landesregierung wird entschieden gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung eintreten. Homophobie ist mit unseren freiheitlichen Grundrechten nicht vereinbar. Doch Akzeptanz und respektvoller Umgang mit nicht-heterosexuellen Lebensweisen sind heute immer noch keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb begrüße ich es, dass wir auch in diesem Jahr am 17. Mai uns vergewissern gegen Vorurteile und gegen Abwertungen von Menschen wachsam zu sein und äußerst aktiv zu agieren. Auch wenn die Gesellschaft insgesamt toleranter und offener geworden ist, so sind immer noch individuelle Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen in vielfältiger Weise im Alltag präsent. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die heutige Diskussion, weil von dieser Diskussion geht ein wichtiges Signal in die Gesellschaft aus. Wir treten gemeinsam als Landesregierung und als Fraktion des Hessischen Landtags für die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein. Und uns eint die Überzeugung, Homosexuelle, Bisexuelle und Transmenschen sind ein wertvoller und gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft. Aber Absichtserklärungen reichen nicht aus. Für die Akzeptanz von Vielfalt und Anerkennung aller sexuellen und geschlechtlichen Identitäten benötigen wir eine engagierte Politik und eine engagierte und couragierte Zivilgesellschaft. Deshalb handelt dieses Bundesland Hessen aktiv, nicht nur mit dem Beitritt zur bundesweiten Koalition gegen Diskriminierung, sondern mit der geschaffenen Antidiskriminierungsstelle finden Betroffene eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Die Stelle leistet auch unverzichtbare Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Sensibilisierung und Prävention. Und wir erstellen mit der Community gemeinsam im Dialog den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Und wir schaffen damit die Grundlage für ein vorurteils- und diskriminierungsfreieres Miteinander in Hessen. Mit der Finanzierung
von Projekten fördern wir unterschiedlichste Initiativen hessenweit. Wir haben im vergangenen Jahr 18 Projekte mit 100.000 € unterstützt. In diesem Jahr steht ein erhöhter Betrag in Höhe von 120.000 € zur Verfügung. Und aktuell werden wir damit hessenweit 30 Veranstaltungen, Filmreihen, Kulturprojekte, Ausstellungen, Publikationen und Studien fördern. Und ich freue mich, dass gerade auch in dieser Woche wir es geschafft haben, die Beauftragung der Aufarbeitung der Schicksale der Opfer des ehemaligen § 175 vorzunehmen. Und wir leisten damit einen Beitrag zur Wiedergutmachung. Und wir setzen damit einstimmige Beschlüsse des Landtags in die Realität um. Wir werden nicht nur die Schicksale der Opfer strafrechtlicher Verfolgung wissenschaftlich aufarbeiten und dokumentieren, sondern auch die soziale Ausgrenzung und Repression von lesbischen Frauen und schwulen Männern bis zu den Emanzipationsbewegungen in den Zeitraum 1945 bis 1985 aufarbeiten. Wir haben 100.000 € hierfür zur Verfügung und werden in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Ergebnisse mit einer Publikation, einer Ausstellung und einer Fachtagung vorstellen. Meine Damen und Herren, eine aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts belegt, dass 80% der befragten Jugendlichen wegen ihrer sexuellen Orientierung erheblichen Anfeindungen ausgesetzt sind. Diese queeren Jugendlichen vermeiden ihr Coming-out, um sich nicht Beleidigungen oder sogar körperlicher Gewalt auszusetzen. Um diese Jugendlichen zu ermutigen, fördern wir an 6 Standorten in Hessen Schlauprojekte mit 50.000 €. Wir haben als Landesregierung mit Ihrer Unterstützung in den vergangenen 2 Jahren wichtige Entwicklungen in diesem Bereich eingeleitet. Und es entspricht unser aller politischer und gesellschaftlicher Verantwortung und Verpflichtung, der Abwertung von Menschen entschieden entgegenzutreten. Ich danke allen innerhalb und außerhalb der Parlamente, die uns auf diesem Weg gemeinsam begleiten und ihn auch unbeirrt weitergehen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 57, abgehalten.